Hallo zu meinem ersten Video in diesem Jahr 2013 auf diesem Kanal Dr. Ubuntu 1. Das Projekt, das 365-Tage-Projekt heißt, fängt hiermit an. Und zwar ist das Ziel, am Ende von diesem Jahr komplett auf Ubuntu Linux umzusteigen und eins nach dem anderen kommerzielle Lösungen mit kostenfreien Programmen abzulösen und vielleicht sogar dann irgendwann mal sagen zu können, ich verzichte auf Windows-Betriebssystem und sogar auf das Mac OS X-Betriebssystem. Und ob das im privaten Bereich funktionieren kann, das werden wir sehen. Ja, mein Samsung Galaxy meldet sich im Hintergrund, sorry. So, ich möchte erstmal ja, euch aufmerksam machen auf die kompletten Videos, die ich eigentlich im Vorfeld schon vorbereitet habe. Darunter zeige ich euch mal das Fenster hier rüber. So, da gehen wir mal hier auf mein Kanal. Dann könnt ihr hier sehen, dass ich schon Videos eben zu warum wir Ubuntu Linux nutzen sollten hochgeladen habe, die allerdings jetzt nicht von mir stammen, aber eine freie Lizenz haben. Gleichzeitig eben auch die Linux-Reise des Pinguins. Also wenn ihr diese Videos euch anschaut, dann habt ihr so ein bisschen Grundinformation. Danach eben noch mein 365-Tage-Projekt, was ich auch im Vorfeld und dann auch ein paar Hardware, die ich unter Linux Ubuntu getestet habe, die Linux Ubuntu tauglich sind und dann noch kurz erklärt, was Linux ist. So, das ist mal so das Hauptmaterial. Ein bisschen was zur Literatur habe ich auch schon auf diesem Kanal hochgepostet. Dann habt ihr, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ein bisschen Grundwissen. Ja. Was noch erwähnenswert ist, eben woher ihr Ubuntu herbekommt. Ubuntu bekommt ihr, ich nehme mal das Fenster wieder hier zurück. Ich habe es mal auf Deutsch übersetzen lassen, die Seite hier oben mit meinem Chromium Browser. Da kommt nämlich ja demnächst wieder eine neue Version raus. Ihr könnt euch hier Ubuntu runterladen unter der Seite www.ubuntu.com. Ich werde die kompletten Links, die ich hier zeige, unter dieses Video natürlich einfügen. Und wenn wir hier auf Herunterladen gehen, dann könnt ihr hier auswählen, ob ihr eine Desktop-Version möchtet. Und gleichzeitig könnt ihr dann diese langzeitunterstützte Version, eben LTS ist für Langzeit-Support, da könnt ihr euch das runterladen. Ich habe auch selber jetzt diese Version auf diesem Rechner, werde es euch nachher nochmal zeigen. Es geht mir einfach darum, besonders am Anfang, wenn man die Linux anfängt, sollte man vielleicht eher eine Version nehmen, die stabil läuft. Es kann nämlich durchaus sein, dass ja bei den Zwischenversionen ein paar Fehler oder ja, Bugs zu finden sind. Ich habe eben hier die 64-Bit-Version runtergeladen. Für diejenigen, die nicht wissen, was 64-Bit ist. 64-Bit ist erstmal ja, wegen der Speicheradressierung, dass man mehr wie 4 GB eben verwenden kann. Und wichtig ist natürlich, dass auch euer Prozessor, den ihr habt, dieses unterstützt. Und wenn der Prozessor nicht älter wie 3 oder 4 Jahre ist, dann wird er auch 64-Bit können. So, was noch wichtig ist, wenn ihr wissen möchtet, also solche Grundinformationen über Linux-Distributionen, dazu habe ich eben auch ein Video gemacht, dann könnt ihr gerne auf diese distrowatch.com-Seite gehen. Der Link eben unter diesem Video. Und da könnt ihr euch mal ganz kurz eben durchlesen, was die Vor- und Nachteile von den jeweiligen Distributionen sind. Ja, dann habe ich hier noch ein Buch zu Ubuntu 12.04. Ich zeige das jetzt mal hier kurz. Ich minimiere das. Da könnt ihr dieses Buch sehen. Und dieses Buch, ich tue es mal wieder maximieren, findet ihr auch im Internet kostenlos als Open Book. Also ihr müsst es nicht kaufen, ihr könnt es gerne im Internet euch anschauen und ja, vielleicht auch später, irgendwann mal, wenn ihr das Geld dazu habt, dieses Buch kann ich euch nur empfehlen, eben kaufen. Ja, dann habe ich noch meinen eigenen Blog zu meinem YouTube-Kanal, der heißt auch Dr. Ubuntu. Die Adresse ist www.drubuntu.de.vu. Hier werde ich ja auch öfters mal was hochposten, was zum Beispiel
nicht immer auf meinem YouTube-Kanal ist. Wenn ihr hier einfach den RSS-Feed abonniert, dann bekommt ihr das ja automatisch mit. So, nachdem ihr Ubuntu runtergeladen habt, müsst ihr das natürlich auf eurem System installieren. Ich würde euch empfehlen, erstmal mit der Live-CD zu booten, euch mal die Oberfläche anzuschauen. Und ja, wenn ihr es installiert, dann erstmal vielleicht neben Windows oder neben Mac OS X, dass ihr einfach, wie ich, so mindestens ein Jahr euch Zeit gibt, da mal immer wieder reinzuschnuppern, immer wieder mal was auszuprobieren, um erst nach einer gewissen Zeit die Entscheidung zu treffen, jetzt löst Linux, Ubuntu mein bisheriges Betriebssystem ab. Ich denke, wenn ihr das so auf ja ganz hart abschließt, kann es durchaus sein, dass ihr dann immer wieder rückfällig wird und dann irgendwann die Motivation verliert. Hiermit schließe ich mein erstes Video ab und werde dann in den nächsten Videos zeigen, wie man Ubuntu Linux auf eurem System installiert und dann irgendwann mal eben auf die grafische Oberfläche gehen, also auf die GUI eingehen. Es wird dann auch Videos geben zu dem Terminal selber. Das alles werde ich dann mit euch Schritt für Schritt durchführen. Wir werden uns verschiedene Distributionen in dem ganzen Jahr mal anschauen. Eben, es wird sich nicht nur auf Linux Ubuntu jetzt beziehen. Wir werden auch uns OpenSUSE mal anschauen. Kubuntu und Lubuntu und die ganzen Versionen, die es da so gibt. So, ich hoffe, das Video hat euch einigermaßen gefallen. Ihr habt so eine Grundinformation von mir erhalten, wo ihr euch die Infos herholen könnt. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video.